Thomas und ich hatten einen jüngeren Bruder namens William. Er war ein feiner Kerl, ein Mann des Glaubens. Wir haben das Vieh von El Paso aus über die Grenze getrieben und sind in San Lorenzo in einer kleinen Wirtschaft eingekehrt. Dort habe ich mich in Marisa verguckt. Ich wusste, dass sie mit Juarez zusammen war. Aber ich wollte sie für mich. Allerdings hatte Marisa andere Pläne. Sie liebte Thomas. Sie sind zusammen weggelaufen. Aber ich habe sie bis zu diesen Höhlen verfolgt. Mein Bruder William hat mich gebeten, wegzugehen. Aber von Gier besessen wollte ich Marisa und das Gold. William hat sich zwischen mich und Thomas gestellt und nach seiner Jacke gegriffen. Ich dachte, er will seinen Revolver ziehen. Daher habe ich ihn erschossen. Ich habe meinen kleinen Bruder erschossen. Als er zu Boden ging, sah ich, wonach er gegriffen hat. Nach einer Bibel. Von diesem Augenblick an habe ich dem Bösen entsagt und Gottes Wort gepredigt. Wir haben das Gold zurückgelassen, denn wir wussten, dass es verflucht ist. Von da an habe ich mein Leben in den Dienst des Herrn gestellt. Ich habe immer wieder Besserung gelobt, aber meine Sünden waren zu schwerwiegend. Ärger, Hass, Stolz, Hochnäsigkeit. Mein Herr, in tiefster Demut akzeptiere ich, dass die Zeit gekommen ist, um meine Fehler wieder gut zu machen. Versteckt sich mein missratener Sohn hinter dir? Glaubt er wirklich, dass er von dir und deinem Gott beschützt werden kann? Nein, ich bringe nicht den Frieden, sondern den Zorn Gottes. Und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Juarez. Mal schauen, was wir mit diesem kleinen Baby hier so anstellen können. Möglicherweise. Können wir da noch den ein oder anderen Halunken aus... Dazu gibt es keinen Grund. Na, der hat's schon. Der da allerdings noch nicht. Der braucht noch ein bisschen. Genauso wie ihmchen hier und die wilden Kerle da drüben. Die Waffe scheint manchmal zu überhitzen. Mann, oh Mann, sind das Massen hier. Freunde, Freunde. Achso, ich wollte gerade sagen... Das sieht doch schwer nach Waffe aus, die mich gerade anguckt. Uiuiui. So langsam, ich wollte gerade sagen, so langsam. Na, klasse. Ich überspringe das einfach mal, wir haben uns das ja schon angehört. So. In Deckung ist ein gutes Stichwort. So, ich muss hier einfach nur schnell genug ausradieren. Es gilt ja die altbekannte Regel, studieren gilt über... Nee, ausradieren, das war irgendwie anders. Naja, egal. Nach diesem ultradramatischen Monolog von Ray selbst. Nun dieses, ja, weniger nachdenkliche, sondern eher ultra brutale Rumgeschieße. Achso, auf dem Dach haben wir auch noch ein paar. Ah, Tag freuen, ne? Euch kriege ich das auch niemals weg. Ich speichere gerade mal, nur mal so. Der hat's schon, okay. Der auch. Ich sehe das Fadenkreuz nicht, das ist aber schade.
Da muss ich da wohl sinnlos raufhalten. So, dann gibt's. Mann, oh Mann, das nimmt ja gar kein Ende mit euch. Der hat's auch. Und dann nur noch einen da oben. Ich hoffe, das war's dann auch langsam. Natürlich nicht. Bei dem ganzen Bildgewackel bin ich schon auf die Dateigröße nachher gespannt. Was? Hä? Was? Wer? Wie? Was? Wir sind, glaube ich, irgendwie angezündet worden. Oh, naja. Also nochmal da oben. Ich sag's ja immer wieder, manche Speicherpunkte sind einfach Gold wert. So, kam ja noch einer her. Achso, hahaha. Lalala. Warum auch immer wir jetzt eine. Hä, wo denn? Von wo denn? Ach, da hinten. Ach, du heiliger Strohsack. Das ist aber auch nicht so einfach. Wahrscheinlich schon. Und ich stelle mich wieder unglaublich blöd an. Aber dafür seid ihr ja auch hier. Nehme ich doch an, ihr seid doch hier, oder? Okay, Zeit abzuhauen. Weg von den Dynamitfässern, das ist immer eine klasse Idee. Hallo. So, überall fliegen die Kugeln her. Ach, da verstecken sich... Alter. Mann, oh Mann, das sind aber auch nicht wenige hier. Können wir uns nicht hier irgendwo mal in Deckung begeben? Und vor allem mal nachladen. Bevor wir elendig dran glauben müssen. Ich wollte gerade sagen, da ist Dynamit. Das ist nicht von mir. Oh, wir sind gleich tot. Wir sind tot. Ja. Boah. Das, ja. Okay. Also. Irgendjemand erwischt mich da echt immer gut. Dass wir genau schon wieder tot sind. Alter. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Deswegen versuche ich einfach mal gerade hier in Richtung Haus zu kommen. Vielleicht kommen wir rein. Natürlich nicht, das wäre viel zu einfach. Wie kann ich sie zerstören? Dann könnten wir möglicherweise noch eine Sekunde überleben. Dieser Kerl ist dein Richter. Das habt ihr, glaube ich, schon ganz schön gut erkannt. So. Alter, 14. Das geht doch schon wieder nicht gut aus. TNT-Fass, keine gute Idee. Wir könnten da mal ein bisschen Kabumm machen. Das bringt natürlich wieder gar nichts. So, nachladen. Ich speichere dann mal gerade. Hoffentlich war das kein Fehler. Feigling, bla bla bla. So, ist da noch einer? Da hinten. Na. Acht. Uiuiuiuiui. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch einer. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollten wir einfach wieder abhauen, aber das können wir leider nicht. Wieder 8. Schade. Nein, lass doch die blöde Kiste in Ruhe. Ich dachte, es wäre was zu trinken. Ja, gut. Versuchen wir mal darüber zu kommen. Das wird bestimmt was. 34. Ach, ich habe doch irgendwas getrunken. So. Uiuiui. Das geht bestimmt gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben ja auch nur irgendwie die gesamte Stadt gegen uns aufgebracht. Ach man. Ja, das Leben ist kein Ponyhof auf dem Schießstand. Deswegen bin ich gerade mal so frei, hier rüber zu laufen. Ah. So geht's. Vielleicht. Dann müssen wir halt nur noch versuchen. Munition, das ist nicht schlecht, aber ich hätte gern was zu trinken. Wir haben noch 13.
Aber hier kann man mal speichern, das geht wirklich. So. Hallöchen. Hier war doch irgendwo noch so ein Kerl, ne? So. Lass mich kurz nachladen. Wer ist das? Das ist der Ray. Und der Ray, der wird gleich wieder drauf gehen. Das sehe ich doch schon kommen. Kommt doch ruhig rein, Schlawenzel. Ich habe da was für euch vorbereitet. So, nochmal kurz nachladen. Da ist noch keiner. Schade. Ja, der Beintreffer, der hat es ihm dann doch gezeigt. Wir haben noch vier. Da ist eine Buddel, ich will sie haben. Ich schleiche mich einfach mal ran. Oh, puh, 54. Da wieselte doch gerade einer rum, habe ich doch genau gesehen. Was? Niemand ist hier. Hast du dich voll vertan? So, genau, da ist nämlich gar keiner. Du irrst. Ah, hehe. Ja. Du irrer Kerl, jetzt komm doch mal ran hier. Ist für jeden was dabei, nämlich eine Kugel im Kopf. Und jemand von euch hatte doch so... Oh, gut, dass das draußen war. Ah, schnell wieder in Deckung. Ich lasse sie besser rankommen. Ein bisschen weit entfernt, dass wir ihn erwischen könnten. Ich schaue einfach mal wieder hier rüber. Ob hier nicht irgendwas ist, irgendwas Gesockiges, was man da entfernen könnte oder entfernen müsste. Ein Virus sozusagen. War doch gerade auch einer. Genau dich meinte ich. Mann, oh Mann, die hat richtig, richtig Wumms, die Knarre. So, schnell wieder nachladen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es hier noch so eine wilde Schießerei wird. Also gut, das ist ein... Hätte ich mir eigentlich schon denken müssen, dass das ja nun mal ein Western-Titel ist und was macht man da nicht, außer natürlich wild durch die Gegend ballern und natürlich zwischendurch mal abspeichern. Weil sonst der gute Herr hier vom Bildschirm wieder ahnungslos abkratzt. Da oben ist auch einer auf dem Dach. Da oben war einer auf dem Dach. Wir haben noch 21. Da hängt immer ein bisschen das Mikrofon vor. Deswegen... ich weiß, eine Ausrede. Ich wollte nur sagen, es hat Gründe. So, der hat es auch verstanden. Schnell noch nachladen. Dann können wir uns, glaube ich, mal eine neue Position suchen. Falls der hier nichts mehr hat, dann... stirbt, du Hund. Also von Cabron sind wir jetzt schon auf Hund übergegangen. Bei den besten Beleidigungen, die sie so hervorbringen können. So, schauen wir mal ins nächste Kämmerchen rein. Da gibt es massig Munition. So viel, dass wir voll sind. Und natürlich, ah, wunderbar, was zu trinken. Ich versuch's einfach mal. Das wird sicher was. Natürlich nicht. Na gut, wo gehen wir jetzt lang? Ist das nur noch dieser Hampelmann auf dem Dach? Dann sollte man das doch klären können. Lalala. Böser Mann auf dem Dach. Ich komme zu dir. Ach, da oben ist auch noch einer. Ah. Das hätte man mal gleich sagen können. Das wusste ich gar nicht. Achso, wir sind leer. Lalala. Lalala. Siehst mich gar nicht. Bin gar nicht da. Bin weg. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, bist du auch weg. So. Wie geht's den anderen Halunken? Also ich glaube, rechts sieht das schon ganz, ganz gut aus.
Die Frage ist, was der Hampelmann da oben macht. Das könnte man mal rausfinden. Ich hoffe, der packt seine Kanone nicht aus. Also, ich meine jetzt die, ne, zum Schießen. Okay, das macht es nicht besser. Ich glaube, da muss gleich mal die Schrotflinte ran. Mal schauen, was sie so sagt. Ach, wir können sogar Schrotflinte. Guck mal, was ich für dich habe. Schmeckt dir nicht so richtig, ne? So, nachladen. Die Lucy. Ja, das reicht ihm aber immer noch nicht. Dann machen wir das einfach mal so. Aber das mag er. Wir müssen mal dringend die Knarre hier loswerden, bevor sie uns noch in der Hand explodiert. So, schnell nachladen. Also hier ist man echt gut beraten, wenn man keine Munitionsknappheit hat. Sonst kennt ihr den altbekannten Spruch, now there's your problem. Oder, well, there's a problem. Ach, hi. Wolltest du gerade ziehen? Nee, ne? Das hätte er mir sicher gesagt. Ich weiß, Ray ist ganz stark, aber er könnte sich auch einfach die Munition nehmen, anstatt gleich Kisten hochzuheben, der alte Übertreiber. Naja. Hallo? Du hast deinen Hut verloren. Ich glaube, den wolltest du gerade aufsetzen. Hi! So war es aber auch. Gut, wir haben wieder was getrunken. Besser ist auch. Okay, hier haben wir wieder allerhand gesockt. Deswegen gehe ich einfach mal wieder ganz feige in Deckung. Nur so für den Fall der Fälle. Und irgendwo, genau. Irgendwo war. Achso, da sind noch mehr. Da, wo der herkommt, da gibt es noch mehr. Aha, böser Bub ist weg. Das ist aber ein schlechtes Zeichen. Entweder verkriecht er sich feige oder der kommt uns holen. Das sieht irgendwie nach letzterem aus. Das ist aber ein bisschen gemein, aber es sieht immer unglaublich lustig aus, wenn ihre Hüte verlieren. So, was getrunken. Haben wir da noch mehr böse Burschen hier? Falls ja, dann kommt einfach raus. Wir klären das. Ihr müsst eurem Chef auch nicht sagen, dass ihr derbe versagt habt. Das übernehme ich dann schon. Ich würde nämlich gern mal mit ihm sprechen. So, irgendwie sieht das leer aus hier. Wir haben möglicherweise schon einige erwischt. So, da kommt man nicht rein. Vielleicht ja auf... Okay, wir haben nicht alle erwischt. Irgendwo sind immer noch so Hampelmänner. Wir könnten ja mal die Leiter hochklettern. Gucken, was uns das bringt. Ah, nur Ärger. Na gut. Du willst es so... Da hinten sehe ich wieder Leute. Mann, oh Mann. Das nimmt ja gar kein Ende mit euch. Mit euch bösen Burschen. So, dann habe ich doch schon mal was vorbereitet. Sowas. Immer mitten in zwischen die Augen. Das mögt ihr doch so gerne. So. Und nun noch zu uns beiden Hübschen. Wir sind... Achso, ich habe irgendwas wieder gedrückt. Du solltest dir dringend deinen Hut wieder aufsetzen und wir brauchen dringend wieder eine neue... Ja, doch. Vielleicht hat er ja eine Knarre dabei, die wir ihm einfach mal abluchsen können. Aber wenn... Achso, doch, hier. Genau. So, also der ist auch hin... Wo sind denn noch Burschen? Können wir jetzt vielleicht endlich mal ins Haus rein oder dürfen wir immer noch nicht?
Nee, das ist noch verschlossen wie eh und je. Naja, so geht das Morden und Töten und Killen und Ausräuchern weiter. Was ist denn das eigentlich für eine Konstruktion? Weiß man das? Hm. Keine Ahnung. Aber wir könnten ja mal versuchen. Das sind keine Türen, ne? Das sind irgendwelche Fensterchen. Die sahen erst so begehbar aus. Na, aber das täuscht. Nee, war klar. Einer flog halt immer übers Kuckucksnest und musste es übertreiben. Na, dann kommt doch halt her, Freunde. Nicht, dass sie jetzt immer mehr kommen. Nach und nach und es ist gar nicht das Ziel, sie auszunocken. Das wäre natürlich dann ungünstig. Man könnte ja mal, nur mal so rein hypothetisch, dafür müssten wir, glaube ich, da hinten mal eine Leiter hochklettern. Ich habe da was vor. Mal schauen, ob das was wird. Denn wo kein Eingang ist, da kann man möglicherweise einen Ticken nachhelfen. So wie man beispielsweise mit Lucy auch Fragestunden interessanter gestalten kann. Achso, da. Nervt schon wieder einer im Haus. Dann komm halt her. Mann. Muss ich dich denn mal suchen, oder was? So, der hat's noch nicht. Der meint, wenn ich jetzt am anderen Fenster warte, dann merkt er das ja gar nicht. Dann kann ich ihn überraschen. Ja, nee, ist klar, ich bin so weit entfernt. Für mich sind das nicht wirklich große Bewegungen, aber gut. Wenn er meint, da läuft ja schon wieder jemand. Mehrere. Da liefen mehrere. Aber da hat sich's ausgelaufen. Mist, wir sind schon wieder alle. Sowas aber. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. So, und dann da hinten noch. Die spannende Frage ist immer, wo kommen die ganzen Burschen her? Das will mir auch keiner so richtig beantworten. Und warum sie immer gleich hinter sich wieder abschließen, das ist die noch viel interessantere Frage. Ach, da gibt es noch einen. Mann, lass mich doch mal in Ruhe hier rumklettern. Genau, leg dich erstmal hin. Dann sehen wir weiter. Puh. Mann, oh Mann, was für eine Schießbude hier. Sind schon seit 20 Minuten am Rumballern. Also möglicherweise funktioniert es ja, aber auch nur ganz vielleicht. Kann man vielleicht mit ihr was machen? Kann man sich da Eingänge schaffen? Oder vielleicht einfach ganz übertrieben? Die Leute wegzimmern. Da muss man natürlich auch nicht nachladen, ist ja klar. Ich hatte aber eigentlich erwartet, dass man sich hier einen Eingang schaffen kann, dann ins Haus reinkommt. Aber offenbar geht das nicht. Was ich ausgesprochen schade finde. Hm. Achso, ja, kann man sogar. Eingang ist geschaffen. Hatte ich nur erst nicht gesehen, weil alles so kaputt und alles so verraucht war. Wunderbar. Haben wir das Rätsel ja auch schon gelöst. Hätte man dann wahrscheinlich auch gleich ohne das Töten der ganzen Rasselbande machen können. Aber nee. Irgendwie macht es dann ja halt doch Laune, ordentlich aufzuräumen. Richtig gründlich sauber zu machen. Wer mag das nicht? So, wo haben wir denn die Rasselbande? Die müsste ja eigentlich nur ums Eck sein.
Und dann könnte man ja mal nachfragen, was genau die Jungs da so machen. Du Blitzmerker. Wolltest du gerade was schmeißen? Nicht wirklich, oder? Ja, seid aber auch Komiker. Na gut, dann schauen wir mal rein. Was uns da drin so erwartet. Okay, wir verbrennen natürlich erstmal. Ich speichere mal zwischendurch ab. Bevor wir verbrennen. Jämmerlich. Ja. Hier gibt es bestimmt noch einen Schlummertrunk. Wird sofort eingesteckt. Waffen sind durchgeladen. Was kann da schon schief gehen? Na, da kommt doch bestimmt einer her, oder? Na, komm schon. Wie oft muss ich das denn noch erzählen? Ja, schön ist das Haus ja schon, das kann ich anders sagen. Ich habe da anderes gehört. Sowas wie, anstatt dass ich sterben soll, stirbst du einfach mal, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, möglicherweise. Wo denn? Ach, da unten. Ist gar kein TNT, was? Das ist aber ärgerlich. Na, komm schon. Sonst nehme ich halt die Schrotflint und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ne? Habe ich das nicht gesagt. Aber er wollte ja nicht hören. Er meinte, nö, ich weiß das besser. Mhm. Never mess with Lucy. Habe ich ja schon immer gesagt. Ich glaube, die können wir auch mal austauschen. Hier geht's auch nicht rein. Hier geht's nicht rein. Und ich nehme an, da geht's auch nicht rein. Aus alter Gewohnheit. Und da natürlich auch nicht. Und hier kommen wir her. Insofern sollten wir mal nach unten gucken. Wir könnten da auf die Holzkisten rauf. Da kann man, ja, da kann man runter. Aber zunächst machen wir noch den kleinen Mann da weg. Aber der will gar nicht herkommen. Na gut, will er doch. Letztendlich wollen sie alle. Na, hier noch irgendjemand am Rumwieseln. Falls nicht. Ah. So. Ja, Dynamit vor unseren Füßen. So, ich sehe dich nicht, aber ich treffe dich trotzdem. Einfach nur, weil ich unglaublich, unglaublich im Charakter von Ray aufgehe. Alter, Alter, Alter. Die übertreiben es aber wieder ein Stück. Besser, wir gucken dann nochmal nach. Ich speichere mal ganz kurz, weil wir nur noch 27 haben. So, ach, du willst auch noch. Na Mist, wir sind schon wieder alle. Nein. Ich weiß auch nicht, wer dieser Kerl ist. Der ist irgendein Verrückter. Den ganzen Tag nichts anderes macht als sinnlos Leute abzuschießen und sich seine Waffe in der Hand explodieren zu lassen. Jetzt rauchen die schon beide, oh Mann. Die Schrotflinte unsere beste Alternative. Um die ganzen Halodris hier wegzunudeln. So, und dann haben wir da noch einen. Wenn das mal kein. Ach, eieieiei. Lass mich kurz was trinken. Ich glaube, hier sind wir richtig. Bastard! Bastard und hat gleich eine Kugel zwischen den Augen. So mag ich das. Ich guck gerade nochmal bei den Jungs hier. Ob wir da nicht unsere Revolver austauschen können. Und irgendwo habt ihr bestimmt noch einen versteckt. Ja, sonst, ach, hier. Wunderbar. Tauschen wir den auch gleich aus. Laden den nach.
Und ich würde vorschlagen, wir machen in der nächsten Folge einfach mal weiter. Ich hatte jetzt gedacht, es ginge ein wenig schneller, aber gut. Es zieht sich dann doch noch ein wenig hier in der Zitadelle oder was auch immer das für eine Festung ist. Und schauen mal, was wir in der nächsten Folge noch so bewirken können mit Ray und seinen, naja, drei Argumenten. Bis dahin, tschüss.